Weltmeisterschaft gilt dem dänischen Trainer Richard Møller Nielsen. Und ich habe gelernt, auf Dänisch heißt es Gerstenige Zündige. Herr Møller Nielsen, der Flemming Paulsen hat gesagt, trinken, lachen, Minigolf spielen und Hamburger essen sei das Erfolgsgeheimnis des neuen Europameisters. Stimmt das? Nein, überhaupt nicht. Natürlich nicht. Aber wir haben sehr hart gearbeitet und mittlerweile muss man auch ein bisschen so von das Ganze weg. Und wir haben ein paar Mal haben die Spieler statt Training haben die Minigolf gespielt. Und wir haben auch einmal auf dem Weg, wir waren zum Training auf dem Stadion in Göteborg und auf dem Weg zurück waren wir kurz in einen McDonald's hier reingefahren. Die Spieler möchten sehr gerne einen Burger haben und ja. Solche Dinge finde ich nicht so schlimm. Sind nach dieser Europameisterschaft jetzt alle Sachen wie Laktatwerte, Vitaminspritzen, absolute Gesundheitscocktails, mit denen viele andere Mannschaften ja oder worauf viele anderen Wert gelegt haben. Ist das jetzt Quatsch? Ist das Einzige, was zählt, der Wille zu gewinnen? Nein. Natürlich ist es sehr, sehr wichtig, eine gute Vorbereitung zu haben. Wenn das für uns möglich wäre, hätte ich es ja natürlich gemacht. Aber das war, wir hätten nur 10 Tage. So ich musste aus diesem Tage das Beste herausholen. Und wenn ein anderes Mal wir länger Zeit bekommen, wollen wir es auch in diese Wege machen. Aber das war sehr wichtig für mich, die Spieler so scharf wie möglich an den Spieltagen zu haben. Der Guido Buchwald hat gesagt, die laufen immer hin und her und haben gar keine richtige Ordnung, also über die dänischen Spieler. Ja. Ist Unordnung Ihre Taktik gewesen? Nein, überhaupt nicht. Aber vielleicht hat der Guido Buchwald nicht ganz ausgefunden. Vielleicht hat das die gesamte deutsche Mannschaft. Nein, 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 so, pass auf. Natürlich, wir sind ja sehr froh und sehr glücklich, über dass wir die Europameisterschaft gewonnen haben. Aber ich habe 2 dicke Beine bekommen und die halte ich auf das Boden. Ich habe immer die deutsche Fußball sehr bewundert. Ich habe viele von deutschen Fußball gelernt. Hier wird sehr, sehr gut gespielt. Und ich muss auch sagen, nach das Endspiel hat sich nicht geändert. Die Deutschen haben uns das sehr, sehr schwer gemacht. Und ich muss auch ein großes Kompliment an die ganze Mannschaft und die ganze Truppe und besonders auch Bertie Vogts nach dem Spiel war er zu uns gekommen und hat uns beglückwünscht. Er hat ein sehr, sehr gutes, also ein sehr, sehr guter Sportler gesagt. Das war eine Werbung für den Fußball. Trotzdem, Ihre Taktik. Wie haben Sie es geschafft, die Jungs so schnell fit zu kriegen, sozusagen aus dem Liegestuhl, aus den Europameister zu machen? Wie haben Sie das geschafft? Wo war die Taktik? Also, die waren die Hälfte von der dänischen Mannschaft, die spielen zu Hause in Dänemark. Und da die dänische Meisterschaft war nur 3 Tage vor der Europameisterschaft beendet. Und die Auslandsprofi, wie die nennen, die hätten 2-3 Wochen Pause gehabt. Und das war vielleicht gut, ein bisschen von der Ganze abzuschalten. Die haben den ganzen Winter gespielt. Und in Dänemark haben wir mehr Winterpause. Und dann haben wir so, in den kurzen Trainingslager haben die Spieler sehr, sehr hart und sehr ernsthaft gearbeitet. Und dann hatten wir das Glück, dass dass es richtig gemischt war. Ja. Als beim Endspiel jetzt in der 19. Minute das 1:0, ich glaube, durch Jensen fiel, waren Sie da selber überrascht? Ja, dann haben Sie noch überlegt, was kann ich jetzt für die letzten Minuten noch machen? Ja, sicher. War es immer Ihre Devise, nach vorne zu spielen? Ja, also das wäre das Beste für uns. Aber die deutsche Mannschaft ist so eine hervorragende Mannschaft, dass es sehr, sehr schwer für uns war. Das wussten wir vorher. Wir konnten nicht den ganzen Spiel auf Gegners Platz, auf Gegners Hälfte machen. So, dann müssen wir, war unsere Taktik, hinten die Räume sehr, sehr eng zu machen. Und dann vielleicht, wenn wir die sehr, sehr guten Spieler Buchwald und Kohl ein bisschen nach außen kommen, dann wäre die Möglichkeit für unsere Mittelfeldspieler zu kommen. Und
wir hatten das Glück, dass es geklappt hat. Der Brian Laudrup hat ja gesagt, der dänische Fußball sei demokratischer. Der kennt das ja bei uns auch aus der Bundesliga. Und der dänische sei demokratischer. Haben Sie den Spielern mehr Recht, mehr Raum eingeräumt, mitzureden, mitzuentscheiden, alle zu beteiligen? Kann sein. Das ist vielleicht, wir nehmen das ein bisschen mehr locker in Dänemark als hier. Wir haben ja nicht so viel Ordnung muss sein. Also vielleicht reden wir ein bisschen mehr miteinander. Aber das wäre doch dumm, nicht zu hören, was die Spieler meinen. Das wäre doch, ich habe die Verantwortung und hat auch das Sagen und bestimmt den Taktik und so. Aber das wäre doch dumm von mir, einen Taktik zu diktieren, die nicht auf den Mannschaft stimmt. Mhm. Fanden Sie diese Europameisterschaft insgesamt eigentlich spannend oder eher langweilig? Das ist eine gute Frage an den Europameister, finde ich. Ja, das war eine intelligente Frage. Natürlich, das war sehr, sehr spannend. Ja. Und auch viele gute Spiele. Herr Müller-Nielsen, was haben Sie nach dem Gewinn gesungen? We are red, we are white, we are Danish Dynamite? Ja. Ja. Und auch die dänische Nationalhymne. Wie lange haben Sie gesungen, bis Sie... Ich hatte nicht viel gezungen, weil das war so viel hin und her mit Interviews, mit Fernsehen und so. Aber das dauerte ein paar Stunden. Aber natürlich, wenn wir zu Hause zu unserem Hotel kamen, haben wir gegessen und ein paar Stunden zusammen gesessen und gemütlich gehabt, klar. Ihre Rückkehr nach Dänemark wurde ja wie ein Volksfest gefeiert. Und Sie haben dann auch die Idee gehabt, dass man den Endspieltag zum Nationalfeiertag erklären soll. Wie weit ist es damit? Ich weiß nicht, wie weit. Aber war keine schlechte Idee. Vielleicht, yeah, yeah. Ja, vielleicht könnte die Brauereien das zahlen. Ja? Denken Sie, dass es sinnvoll ist, sich Gedanken zu machen darüber, wie man Fußball insgesamt wieder attraktiver macht? Es gibt ja so Überlegungen auch über Regeländerungen. Zum Beispiel so einen klugen Vorschlag, wir machen das Tor größer. Ist ja schon mal nicht schlecht, damit mehr Tore fallen. Oder überlegen uns, das mit dem Abseits abzuschaffen. Halten Sie sowas für gute Überlegungen? Nein, das verhalte ich überhaupt nicht. Die Ursache, dass Fußball ein so gutes Spiel ist, das ist was, eigentlich ist es ein sehr einfaches Spiel. Und Gott sei Dank hat es gute Leute gegeben, die immer ruhig und nicht das Ganze zu meinen Sechstagesrennen und sowas geändert. Sehen hier in Deutschland, das war doch, die Leute kommen in große Mengen zu den Spielen. Mhm. Und alle kennen die Regeln, dass das immer geändert wird. Das wird über die ganze Welt, über dieselbe Regeln gespielt. So, alles wäre Quatsch, das zu ändern. Frau Effenberg, würden auch Sie die Regeln ändern wollen oder lieber nicht? Sie sind ja zweifelsohne ein großer Fan und nicht nur dadurch, dass Ihr Sohn Nationalspieler ist. Also die Regeln könnten so bleiben. Die Regeln könnten so bleiben. Haben Sie sich alle Europameisterschaftsspiele angeschaut? Ja, das haben wir. Also nicht nur die Spiele, in denen der Sohn auftaucht? Nein, alle. Wie sind Sie? Wo? Zu Hause? Zu Hause, vom Fernseher, also mit der ganzen Familie. Und naja, es dröhnen dann schon die Wände, also da passiert doch schon allerhand dann. Wir schreien natürlich dann auch, wenn wir Tore schießen. Wir haben auch für Dänemark geschrien, obwohl ich das den Dänen eigentlich nicht gegönnt habe. Ich habe gehofft, mein Sohn kommt als Europameister nach Hause. Das ist für mich ganz klar, denn er hat noch bei uns 2 Tage in Hamburg verbracht. Und da haben wir eigentlich auch mit gerechnet, dass er dann mal den Titel schafft. Er ist ja noch sehr jung und man kann natürlich damit rechnen, in 4 Jahren sind wir es. Wir. Das ist eine Absichtserklärung. Ich werde es nicht sein. Aber wenn Sie sich so die Spiele anschauen, leiden Sie dann richtig mit, kommentieren Sie und sagen, abseits, faul, falsch gepfiffen und all dieses? Ich schreie nur mit. Mein Mann versucht immer schon, mich zu beruhigen. Also ich schreie schon Tor, wenn noch kein Tor ist. Oder wenn es nur vom Außennetz kommt. Also es passiert doch schon, dass ich sehr kräftig dabei bin. Waren Sie immer dafür, dass Ihr Sohn Fußballer wird? Ja. Er ist mit 7 Jahren beim Sportverein Hamburg, SC Viktoria Hamburg, angemeldet worden und hat es dann auch da einige Jahre ganz gut gemacht. Ist dann 14 Jahren vom DFB geholt worden, vom Hamburger Fußballverband. Und dann hat er das Ziel erreicht, mit 17 Jahren haben sie beim Länderpokal, das ist der DFB-Länderpokal gewesen, Hamburg gegen Niederrhein.
Und da ist er eigentlich von Borussia Mönchengladbach entdeckt worden. Da hat er das Spiel seines Lebens gebracht. Ja, von Mönchengladbach ging es dann nach Bayern und jetzt geht es zum AC Florenz. Ja, leider schade. Leider schade, weil sie nicht mehr so nah dran sind, oder? Ja. Wir sind sonst so 4-mal im Jahr, manchmal auch 6-mal sind wir dann doch runtergefahren. Mhm. Was hier so im Umfeld war, meinetwegen Bremen, ja, Rostock sogar, wo er dann ja auch nicht mitspielen durfte, wo die rote Karte, nein, wo er vom Trainer Sören Lörby, glaube ich sogar, dann verbannt wurde auf die Tribüne. Ja, er hat ja harte Zeiten auch hinter sich, der Stefan. Also er hat irgendwie in der, habe ich mir sagen lassen, ne? In der vorletzten Bundesliga-Saison wohl auch, wie einige Fachkollegen sagen, eine ziemlich große Klappe gehabt und hat gesagt, so, also alle deutschen Mannschaften sind eigentlich zu bescheuert, um Meister zu werden, hat sich einen ziemlichen Ärger eingehandelt und wurde in den darauffolgenden Spielen fürchterlich ausgepfiffen. Also das ist auch wieder teilweise von der Presse hochgejubelt worden. Was er jetzt gesagt hat, dass alle Vereine zu dumm sind, das stimmt auch wieder nicht. Und das ist ja auch ein Beweis. Mal angenommen, Bayern ist Erster, spielt gegen den Letzten, wollen sagen MSV Duisburg. Und was passiert? Bayern verliert, Duisburg gewinnt. Und er hat das nur so kommentiert, dass er meint, alle anderen spielen nur immer für die Bayern. Im Grunde genommen war es auch so, nur dass sie so schlecht abgeschnitten haben dabei, da hat man eigentlich nicht mit gerechnet. Sie sind im Fußball eine gute Verteidigerin für Ihren Sohn, ne? Ja. Und nun drei Tänzer von der West Side Story, frisch von der Premiere, die eigens für die Talkshow um eine halbe Stunde vorverlegt wurde. Die Premiere einer Wiederaufführung der klassischen New Yorker Inszenierung von 19...